Und da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zum dritten Teil diese Woche. Wir werden uns, wie gesagt, heute ein bisschen mit dem Kreisläufer beschäftigen. Wie wollen wir uns stehen und vor allem, wie wollen wir uns drehen? Das ist aber trotzdem auch für die Rückraumspieler und die Außen interessant. Zum einen, falls wir sie vielleicht selbst mal am Kreis spielen müssen, gerade für die Außen, wenn wir mal einlaufen müssen. Oder auch, da ein bisschen Verständnis für die Position zu entwickeln. Wo spiele ich den Ball am besten hin? Und so weiter und so weiter. Was wir heute nicht machen, weil das eine ganz große Timing-Frage ist, das üben wir dann, wenn wir wieder in der Halle sind, Sperrenstellen, beziehungsweise das Timing, mit dem wir in die Sperren stellen wollen. Dafür brauchen wir einfach die Aktion, brauchen da Bewegung in der Sache, das können wir nicht so gut simulieren. Das heißt, wir werden heute relativ statisch arbeiten. Wir machen das wieder so, dass ich euch zuerst sage, was wir machen. Und ihr dann quasi an euren Ort, also ihr macht euch dabei Notizen, was ihr machen sollt, worauf ihr achten sollt. Danach geht ihr an euren Ort eurer Wahl. Ihr könnt auf den Bolzplatz gehen. Ihr könnt heute die Stunde aber auch gut drinnen machen. Also es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir dabei werfen. Ihr werdet gleich sehen, ich werde auch nicht werfen, sondern werde immer nur in die Wurfauslage gehen. Wenn ihr das macht, achtet bitte auch darauf, auch wenn wir nicht werfen, wollen wir in eine gute Wurfauslage kommen. Das heißt, wir wollen den Arm schön oben haben, wo wir alles machen können. Sage ich aber auch gleich nochmal mehr zu. Ist noch eine kleine Linie auf dem Boden, damit wir uns auch direkt angewöhnen, nicht in den 6 Meter zu treten. Ich habe hier jetzt noch ein Kastenteil stehen als Gegenspieler, wie sonst auch immer. Das dient aber mehr der Visualisierung. Also das ist wirklich nur, damit ihr euch das jetzt besser vorstellen könnt, was ich euch zeige, damit ihr das mit einem Abwehrspieler quasi einmal seht. Und zwar wollen wir als Kreisläufer, wenn wir in die Position kommen, dass wir den Ball bekommen wollen, wollen wir eigentlich immer zum Tor gedreht stehen. Das heißt, wir wollen nicht mit dem Rücken zum Tor stehen, weil dann haben wir einen ganz weiten Weg, um uns zu drehen, sondern wollen quasi mindestens in dem rechten Winkel, wenn nicht sogar mit dem Körper ein bisschen zum Tor stehen. Von hier aus können wir immer noch einen Ball fangen und haben auch dann nur noch einen ganz kurzen Weg. Wir machen das wie folgt immer. Wir werden jetzt gleich Pässe hier quasi gegen die Wand spielen, beziehungsweise ich werde Pässe gegen die Wand spielen. Ihr könnt das genauso machen. Ihr könnt aber auch sagen, ich habe die Möglichkeit, das mit einem Partner zusammen zu machen, vielleicht ein Geschwisterkind, das auch interessiert ist oder wie auch immer. Wenn ihr das macht, könnt ihr euch natürlich die Pässe auch selbst anspielen. Das hat den Vorteil, ihr könnt das noch variabler machen, ihr könnt mal einen Pass ein bisschen höher spielen, ihr könnt einen Pass ein bisschen niedriger spielen. Das können wir natürlich aber auch zum Teil mit der Wand beeinflussen. Genau, wir fangen an und stellen uns quasi hin, werfen den Ball gegen die Wand, fangen den, wollen uns drehen. Dann abspringen und werfen. Beim Absprung, den können wir entweder beidbeinig machen oder auch mit einem Bein, das ist egal, wir werden gleich beides ausprobieren, wie wir genau das machen, sag ich. Dann noch, wenn wir abspringen, ist wichtig, dass wir den Arm nach oben führen und dass wir möglichst gerade in der Luft bleiben. Dadurch haben wir alle Möglichkeiten, was den Wurf angeht. Wir können von hier oben werfen, wir können den Arm nach unten nehmen. Wir können hier ein bisschen abknicken, wir können einen Heber werfen, wir können aus der Position alles machen. Wenn wir in den Wurf gehen, wo wir zum Beispiel direkt abknicken in den Fallwurf, dann haben wir kaum Möglichkeiten, den Ball von hier noch in diese Ecke zu werfen. Das heißt, damit schränken wir uns extrem ein, deswegen wollen wir versuchen und auch darauf achten jetzt, dass wir immer springen und groß werden. So, wir machen das wie folgt. Wir machen 3 Aktionen, wo wir uns den Ball hier hinziehen, den Ball fangen und groß werden mit beiden Beinen. 3 Aktionen, wo wir den Ball fangen, abspringen mit einem Bein, einfach dass wir da ein bisschen den Unterschied merken. Das heißt, ihr könnt notieren, 3 Aktionen beidbeinig, 3 Aktionen einbeinig. Jetzt stehen wir ja natürlich nicht immer nur auf dieser Seite vom Abwehrspieler, sondern es kann genauso gut passieren, dass wir auf der anderen Seite stehen. Hier verändert sich im Prinzip nicht viel, außer dass wir uns jetzt eben, für mich jetzt mit dem linken Wurfarm, habe ich mich eben gegen den Wurfarm gedreht und jetzt drehe ich mich eben mit dem Wurfarm. Das heißt, auch hier wieder 3 Aktionen, wo ihr euch den Pass anspielt und möglichst groß werdet beim Reinspringen.
Geste gemacht, aus Versehen. Ich war in Gedanken schon bei dem, was ich noch sagen wollte. Achtet dabei wirklich darauf, wenn ihr das alleine macht, dass ihr nicht immer die Pässe nur so spielt, dass die optimal kommen, sondern so, dass ihr vielleicht mal einen Schritt nach vorne gehen müsst dabei, so, dass ihr mal ein bisschen hochgreifen müsst, so, dass ihr den Ball von ganz tief unten holen müsst, dass ihr da einfach ein bisschen Variation drin habt. So, wir haben jetzt drei Aktionen auf jeder Seite mit einem beidbeinigen und mit einem einfachen Absprung. Also sind wir bis jetzt bei 12 Aktionen, die ihr mindestens macht. Dann machen wir das Ganze natürlich wie immer auch mit unserer falschen Hand. Das heißt, es funktioniert wieder ganz genauso, es verändert sich quasi gar nichts. Nur, dass wir jetzt eben mit der falschen Hand in die Wurfposition gehen, beziehungsweise wenn ihr draußen seid, auch werfen. Genau, was mir wichtig ist, das hatte ich noch vergessen zu sagen, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, okay, wenn ihr nicht rausgehen könnt, dann macht das drinnen bei dem Wurf aus dem langen Arm und nehmt eine Socke oder ähnliches oder einen weichen Ball, damit ihr, da ging es mehr um die Wurfbewegung. Als Kreisläufer ist es aber super, super wichtig, dass wir den Ball auch fangen und dass wir sicher mit dem Ball umgehen. Das heißt, wir wollen das wirklich mit dem Handball üben. Jetzt ist uns der Wurf bzw. die Armführung nicht so wichtig, sondern dass wir eben wirklich mit einem Handball lernen, den Handball zu greifen und in die Wurfauslage zu gehen. Das ist mir jetzt wichtiger. Das heißt, diesmal bitte keine Socken nehmen. Und dann machen wir müssen nicht wieder drei mit beidbeinig und einbeinig machen, sondern wir machen einfach nur drei Aktionen pro Seite. Mit der falschen Hand, das heißt, dreimal hier den Ball fangen und mit rechts hochgehen und dreimal, beziehungsweise für euch die meisten mit links und dreimal hier und mit der falschen Hand hochgehen. Danach wollen wir uns noch was mit beschäftigen, was am Kreis auch vorkommen kann, oft vorkommt, später mit Harz natürlich ein bisschen einfacher wird und das ist das einhändige Fangen. Das heißt, die Übungsform bleibt genau die gleiche, denn es ist erst wieder auf die eine Seite. Nehmen den Ball und fangen ihn dann nur mit einer Hand und machen das gleiche auch auf der anderen Seite. Hier können wir jetzt auch, wenn der Ball so kommt, den Ball mit der falschen Hand fangen, übergeben und dann hochgehen. Das heißt, wichtig ist, dass ihr den wirklich mit einer Hand fangt. Da auf beiden Seiten auch nochmal drei Aktionen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, damit ich nichts vergesse. Genau. Eine Sache, die ich noch zur Startposition vergessen habe, die aber super wichtig ist. Wenn wir hier stehen, wollen wir nicht uns möglichst groß machen, beziehungsweise manche Kreisläufer schon, aber auch die wollen den Schwerpunkt ein bisschen tiefer haben. Wenn wir ganz gestreckt stehen und uns groß machen, können wir schnell weggeschoben werden. Und wenn wir runtergehen und uns ein bisschen tief machen, ein bisschen klein machen, können wir uns viel, viel schwerer bewegen und wir stehen viel, viel stabiler. Dabei auch immer mit beiden Beinen auf dem Boden, weil auch das macht uns stabiler und dann eben über das eine Bein drehen und dann sind wir quasi schon direkt parat und verlieren auch gar nicht so viel Raum. Achtet bitte auch darauf, wenn ihr das gleich macht, dass ihr es wirklich, ich habe es eben schon angedeutet, dass ihr nicht möglichst weite Strecken lauft, sondern dass ihr das möglichst nah an eurem Gegenspieler macht. Das heißt, ihr bekommt den Ball, dreht euch und ihr seht, ich stehe quasi hier mit der Schulter immer noch am Gegenspieler. Dadurch haben wir möglichst wenig Raumverlust. Wenn wir hier weitergehen, kommt schnell der nächste Gegenspieler und hilft da und wir bekommen da Probleme. Wenn ihr werfen könnt, dann jetzt eine Aufgabe. Ist ein bisschen schwierig, wenn wir nicht werfen können, ist aber auch nicht so schlimm. Und zwar wollen wir jetzt mal bewusst eine schlechte Armführung machen, ausnahmsweise. Das heißt, wir nehmen den Ball an und werfen zum Beispiel mal von hier und gucken mal, wie sich das verändert. Oder wir nehmen den Ball und werfen mal von hier und gucken, was sich dann verändert. Und wollen einfach mal sehen, uns einfach mal bewusst machen, okay, wenn ich den Arm nur hier unten führe, dann habe ich nur ganz begrenzte Wurfmöglichkeiten. Das wollen wir einfach mal selbst erleben. Das heißt, nachdem ihr das gemacht habt, mit dem einhändigen Fangen, kommt jetzt die Aufgabe, drei Würfe mit einem ganz, ganz tiefen Arm zu machen
und drei Würfe, wo ihr den Ball weit über den Kopf führt, als würdet ihr in die kurze Ecke werfen. Danach kommt noch eine Aufgabe, die ist in den meisten Fällen wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Ihr braucht im Optimalfall einen weichen Untergrund. Teppich reicht auch schon, auf dem Halbboden geht es auch, und zwar ist das der Fallwurf. Das ist eine Technik, wo wir zwar gesagt haben, okay, die wollen wir so eigentlich nicht anwenden. Manchmal muss es aber sein, manchmal kann es auch helfen. Deswegen, und es ist eine Sache, die auf jeden Fall Spaß macht, die zu lernen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Und zwar machen wir das genauso. Wir schmieren wieder den Ball rein, nehmen den an und springen jetzt anstatt gerade nach vorne. Wie gesagt, eigentlich wollen wir das nicht machen, wenn wir die Ball haben. Manchmal geht es aber nicht anders. Fallen wir zu der Seite und werfen dann quasi hier aus dem Fallen. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ihr seid hier und werfen quasi aus dem Fallen. Ihr seht auch, warum ich meinte, ihr braucht ein bisschen einen weicheren Untergrund. Macht das bitte nicht auf Asphalt. Auf einem Hallenboden geht es, wie gesagt. Ansonsten Teppich, legt euch Kissen unter, eine Matratze, irgendwas. Aber es macht auf jeden Fall relativ viel Spaß, das mal auszuprobieren. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das auf jeden Fall. So, war jetzt ganz schön viel Input. Ich hoffe, ihr habt es mitgeschrieben. Ich fasse es euch auch noch mal kurz zusammen. Wir wollen aufgedreht zum Tor stehen. Also das heißt, mit dem Oberkörper ein bisschen Richtung Tor aufgerichtet. Ein bisschen einen tiefen Schwerpunkt. Ganz extrem sehen könnt ihr das bei Janik Kohlbacher, der streng genommen aber auch immer einen Offensivfoul begeht, weil der seinen Hintern dabei ganz weit ausstreckt. Wie gesagt, tiefen Schwerpunkt. Uns dann auf möglichst engen Raum zum Tor drehen, abspringen und groß werden. Das Ganze dreimal auf der Seite mit beiden Beinen, dreimal auf der Seite mit einem Bein, dreimal hier mit beiden Beinen, dreimal hier mit einem Bein, danach mit der falschen Hand. Wie ihr da abspringt, ist euch überlassen. Das heißt, dreimal mit der falschen Hand, einbeinig oder beidbeinig, auch auf der Seite, dreimal mit der falschen Hand, einbeinig oder beidbeinig, danach dreimal auf jeder Seite mit einhändigem Fangen. Variiert dadurch auch ein bisschen, es ist immer leichter, mit der Hand zu fangen, die quasi auf der Torseite ist, weil ihr die ein bisschen in den Weg des Balles halten könnt. Ansonsten müsst ihr den Ball fangen, wenn er an euch vorbeifliegt, deswegen ist es einfacher. Das heißt, hier einhändig fangen, drei Aktionen, hier einhändig fangen, jetzt vielleicht sogar mit umgeben, wenn ihr auf der anderen Seite seid. Das heißt, dass ihr dann mit der falschen Hand den Ball fangt, ihn übergebt, nehmt den Ball der anderen Hand, fangt den Ball mit der Hand, übergebt ihn und geht dann in die Wurfauslage. Danach hatten wir gesagt, wir wollten dreimal auf jeder Seite mit einer bewusst schlechten Armführung arbeiten, um uns da bewusst zu machen, was schief laufen kann. Und danach noch ein bisschen den Fallwurf üben. Den Fallwurf könnt ihr zumindest in der Form als Abknicker nur auf einer Seite üben. Auf der anderen Seite ist es mehr so ein Wurf, wo man dann auf den Bauch fällt. Auch eine andere Form von Fallwurf. Ihr könnt ja beides einfach mal ausprobieren. Okay, dann war es das für diese Woche. Ihr habt eure Notizen mitgeschrieben. War heute viel Input, viele kleine Stichpunkte. Ich bin mir aber sicher, ihr schafft das zu verarbeiten. Filmt euch gleich vielleicht selbst, wenn ihr euch unsicher seid und die Möglichkeit habt, damit ihr euch selbst nochmal seht. Vielleicht sehen könnt, okay, ich habe einen hohen Schwerpunkt oder ich brauche extrem viel Platz, wenn ich mich zur Seite, wenn ich mich drehe. Ihr wisst, dass das hilft, wenn man sich das einfach nochmal individuell visualisiert, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Geht raus, habt Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao.